Generationenakademie ist ein Angebot vom Migrokulturprozent, wo Leute, die Generationenprojekte machen oder sich dafür interessieren, vernetzt und unterstützt. Ich bin Maya Graf, ich bin 64. Ich bin Gabi Hangartner und 59. Also mein Name ist Daniel, ich werde 34 und das Begegnen mit Menschen, das ist für mich sozusagen das Ein und Alles. Es ist ein gegenseitiges Voneinander lernen und profitieren. Ich finde das etwas sehr Wertvolles. Ich bin Ruth Schönenberger und ich fühle mich einfach noch nicht so alt, wie ich eigentlich bin. Und bin gerne am Puls noch. Und ja, so habe ich einfach meine Kontakt gesucht oder jetzt eben den richtigen Kontakt gefunden, weil das eine Schule wird, die Zukunft hat. Ich bin Yvonne Job, Kamenzind, bin 46, bin von Hofteren. Christoph Seyer, 28. Ich heiße Bruno Müller, ich bin 71. Wir haben ein Projekt, Weiss und Schwarzkunst heisst das. Wir machen Druckprodukte mit Buchdruck. Also Hochdruck ist das. Wir wollen aus dem eine Sozialinstitution machen, dass Leute, die aus der Arbeit, also Arbeitsintegration eigentlich, Leute mitnehmen, die nicht so einfach, die mehr Zeit brauchen und nicht so einfach in dem schnelllebigen Leben mitmachen. Also wir sind im Moment sind wir ein Kernteam von 2 Personen und unsere Vision ist, dass wir eine neue Bildungslandschaft etablieren. Der Entwicklungsraum zeigt ganz gut auf, wie wir das machen wollen. Und zwar geht es dort wirklich darum, generationenübergreifend, am liebsten vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, zu den Eltern, wirklich alles verbinden, um, so wie wir das jetzt gemacht haben, Themen zusammen zu erarbeiten, um wirklich eine umfangreiche Betrachtungsweise zu ermöglichen. Und jetzt tut er mich begleiten am Computer. Weil ich habe so lange gewartet, aus gesundheitlichen Gründen, mich da nicht infizieren mit dem Computer. Und jetzt bin ich aber eigentlich glücklich für das, was ich es brauche. So. Die Ruth macht das wunderbar. Sie ist eine ganz gute Lernerin und ich bin ganz begeistert mit ihr am Arbeiten. Es ist schön, dass wir uns begegnen und eben begegnet sind. Dank der Glücksschule. Die Idee ist, dass Leute, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, die ins dritte Lebensalter kommen, das heisst, die Gesellschaft verortet eigentlich die älteren Menschen nach dem das Alter fängt sozusagen mit der Pensionierung an. Das ist gesellschaftlich so verortet. Und ich wette, dass die Altersbilder sich noch mehr wandeln, dass sozusagen das Alter als eigenständige Lebensphase, als eine kreative Phase von Weiterentwicklung, die will ich kommunizieren, die will ich verbreiten. Ich habe gemerkt, wir sind eigentlich so, also alle anderen arbeiten auch mit Wasser, wie wir kochen, ja. Ich habe mitgenommen sehr viel Spannendes, Inspiration, die andere machen. Auch erlebt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass es sich wert ist, das zu machen und dass es auch eine gesellschaftliche Frage ist. Also jetzt für das Projekt hat es einfach aufgezeigt, was essentiell ist für die nächsten Schritte. Weil wir so eine riesige Vision haben, ist es Gefahr gross, dass man sich verliert drin. Und jetzt, die anderthalb Tage haben ganz klar aufgezeigt, was so die Essenz ist, wo richtet man sich klar aus. Und auch, ich kann es einfach jedem empfehlen, es ist wirklich eine super Sache. Ja. Mir ist wichtig, dass man den Respekt den älteren Leuten gegenüber auch bringt. Also das Wissen, die Berufserfahrung, die sie haben, dass das nicht einfach nichts ist. Also dass man bei dem bleibt. Dass sie sich auch äußern können, die älteren Leute, dass auch Geschichten kommen und man kann verbinden. Die Denkweise und die Lebensart von einer anderen Generation als
denen, die ich dazu gehöre, oder gehört habe, hat mich einfach fasziniert. Für mich geht es darum, so ein bisschen von der Weg vor Trennung wieder hin zur Einheit. Das, was ihr auch im Magazin macht. Das ist so viel, man hat sich so viel gegenseitig. Das ist so für mich, die Generationenfrage ist für mich der dahinter. Also wie lebt man wieder ein gemeinsames Zusammensein? Ja? Was sind jetzt die Erfahrungen nach dem heutigen Entwicklungsraum? Dass Diversität nicht immer einfach ist zum Handeln, aber dass eine riesige Ressource dahinter steht. Und dass die Thematik, also Generationen verbinden, halt wirklich auch Arbeit bedeutet und sich aufeinander einlassen. Wie geht man das an? Wie tut man Generationen verbinden? Indem man auch sich sehr selber bewusst ist, wo stand ich, wie alt bin ich, was habe ich für einen Hintergrund, was habe ich für einen Beruf, wo stand ich familiär, also sich der eigenen Generation, wo man drinnen steckt, altersmässig und soziologisch gesehen auch mal überdenken. Das ist schon mal der Ausgangspunkt. Was würdet ihr da dazu sagen, wie tut man Generationen verbinden? Indem man versucht, Leute unterschiedlichen Alters einmal zusammenzubringen zuallererst und nicht gerade die Erwartung hat, dass die schon ganz viel miteinander machen können, sondern dass man auch Zeit lässt, etwas entstehen zu lassen. Also vielleicht zuerst ist man einfach mal zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Dann fängt man vielleicht in einer zweiten Phase an, reden miteinander. In einer dritten Phase macht man etwas miteinander oder am Schluss entwickelt man vielleicht auch etwas miteinander. Aber es ist ganz schwierig, einfach gerade auf der letzten, also auf der Entwicklungsstufe einsteigen zu wollen, ohne dass man sich schon ein bisschen kennt und so die Eigenheiten von den unterschiedlichen Alter, natürlich auch von den unterschiedlichen Menschen, das gehört ja dazu, kennt. Zum Schluss noch ganz eine persönliche Frage an euch beide. Was bedeutet für euch, wenn ihr mal so gegen innen fragt, was bedeutet für euch Generationendialog? Ein gutes Zusammenleben. Und zwar nicht immer im Sinn von Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern ein Zusammenleben von Generationen, das mit Auseinandersetzung und Diskussion und sich aufeinander einlassen kann umgehen. Eigentlich ist es das Leben überhaupt, weil mein ganzes Leben findet im Rahmen, umrahmt von Menschen anderer Generation statt. Egal, ob das privat ist, in der Familie, ob das im Beruf ist, das ist das Leben.